Oh, bin ich jetzt denn schon online? Na, 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 ja, genau. Okay, dann bereite ich mich mal selber persönlich hier vor, dass ich wieder hier kontrollieren kann. Wie, 6 Zuschauer schon? Das ging ja schon wieder blitzartig schnell. Ah, jetzt habe ich mich selber gefunden und kann hier auch wieder die Kommentare mitgucken. So! Ich bin soweit. Hallo, meine Lieben. Wie habe ich denn das Video genannt? Was werde ich am langen Wochenende alles machen? Ja, was werde ich am Lachen? Am Lachen. Am Lachen. Am Lachenwochenende. Am langen Wochenende alles machen. Ja, zuerst einmal wird es was Fischiges geben. Und? Da werde ich mitessen. Ah, jawohl. So, erstmal. Hallo, Ei Frankenstein, Otto Müller, René Baumann, Marcel Wolles, Norbert Witt, Lars Reinicke. Ah, Hallöchen. Luca, Kare0815, Uwe Hoffmann. Harley Man Davidson. Ist es nicht nochmal Harley Davidson Man? Otto Müller. Biberach an der Riss, nein, Biberach an der Riss, so weit ist es nicht von mir. Jörg Marti, Dutch Man, Sorg Marcel, Co-Heaven. Ja. Ja, gab es schon, okay. Ja, also, es wird erst einmal was Fischiges geben. Was genau? Verrate ich jetzt nicht. Gar.tv, Hallöchen. Dazu gibt es eine klitzekleine große Vorstellung. Und damit sie alle wieder was zum Lästern haben, gibt es heute mal wieder ein Sassi. An Sassan Komfort. Nee, Schatzi, der ist von dir. Den habe ich dir gestohlen. So, ich glaube, die Flasche steht schon 10 Jahre rum übrigens, gell? So. Nee, Jackie, habe ich vorher fast in der Hand gehabt, aber heute mal Original-Cola. Ja, warum? Ich habe einfach Lust drauf. Und wenn jetzt wieder einer kommt mit Säufer etc. pp., der kann mich kreuzförmig und spiralmäßig. Helmut Riesle, Hallöchen. Flocke 1977, hallo. Ja, du hast das Hallöchen geschrieben. Chapeau 73, Prost lecker, genau. Oh, ja. Haare noch nass. Assassi ist ab und zu auch mal ganz lecker. Nebenbei ein bisschen Alien Barbecue, natürlich noch live. Sassan Komfort mit Pfirsicheistee, yummy. Können wir machen. Das werde ich nachher gleich mal ausprobieren, Rainer. Mit was machst du eigentlich immer deine Kohle an? Mit Feuer? Ich habe diese Holzbällchen da. Die habe ich mir mal in Eierbei bestellt, so einen großen 15-Kilo-Karton. Und ja. Den habe ich jetzt, glaube ich, auch bald schon 2 Jahre, hält der. Tja. So. Hab dein Rezept mit dem Pak Choi nachgegrillt. Alien Barbecue. War's gut? Naja. Okay. Ja, Holzwolle, genau. Die Holzwolle-Wachsboller. Genau.
Genau. Coheaven, natürlich sollte es gehen mit einer großen Flasche. Warum sollte es auch nicht gehen? Thomas, frohe Ostern ebenso. Ja, was habe ich noch alles geplant für dieses schöne lange Wochenende? Ich hoffe, dass das Wetter so halbwegs mitspielt. Schauen wir hier mal auf die Wettervorhersage. Heute, morgen maximal 14 Grad, das hört sich sehr gut an. Samstag maximal 9 Grad, naja, gut, können wir auch was machen. Sonntag maximal 8 Grad Regen, Samstag kein Regen. Wollen wir die Smokerratte anschmeißen am Samstag? Ich glaube, wir schmeißen die Smokerratte an. Sonntag maximal 8 Grad, da machen wir auf alle Fälle was unter Dach. Montag maximal 13 Grad. Hört sich auch gut an. Jo. Na, hallo mein Schatz. Hoffe, du hast gelesen, dass es richtig lecker war. Ja, Jenny, hab ich. Oh, jetzt kommt der Schlauch wieder. Ja, natürlich, Uwe geht grillen auch im Schnee. Warum auch nicht? Was machst du? Tja, mal wieder gut gehen. So, und mein Handy bimmelt sich hier zu Tode. Keine Ahnung, wer da schreibt. Jo, Metzgerwaschel, da hast du recht. Ich hoffe, die bleiben weg. Deswegen heute auch wieder etwas später als letztes Mal. So, was habe ich jetzt angekündigt? Einmal meine Fischgeschichte mit einer Neuvorstellung. David Lotz, da bin ich gerade wieder dabei. Dann habe ich gesagt, wir machen was auf der Smokerratte. Da habe ich auch schon eine Idee, was ich mache. Natürlich Feier, Feier. Dann gibt es höchstwahrscheinlich noch eine Neuvorstellung, weil ich was bekommen habe. Ihr erinnert euch an den Raketenofen von. Ich hab Alzheimer. Ich hab Alzheimer. Bin jetzt total deppert. Ja, bin jetzt total deppert. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaub's ja gar nicht. Hey. Von sicherstadt.de. Genau. Da hatte ich ja diesen Raketenofen her. Ich wurde wieder angeschrieben, ob ich wieder was machen möchte. Habe ich natürlich gesagt, na gerne möchte ich was machen. Warum auch nicht? Und jawohl, ich habe wieder was Schönes bekommen. Und das werde ich austesten, ausprobieren. Und jetzt spackt mein eigener Rechner, mein eigenes Video schon wieder an meinem PC. Muss ich mein eigenes Video neu starten? Also ich finde es immer lustig, sowas. Mav 71, MG fehlen noch im Chat, schreib sie an. So. Coheaven, ja, so könnte man das auch sehen. Aber, nix, aber passt schon. Ah, ey Frank Rossmeier. Ich sage jetzt einfach Frankie. Oh ja, das Hackfleisch war sehr gut. Nückis Dinger. Ich sag immer Dünger. Sorry, Dinner. Oh, das ist aber auch ein Blutsakrament, Zungenbrecher. Was war deiner Meinung nach besser? Im Raketenofen Holz oder Kohle?
Holz hat man halt immer bloß nachschieben müssen. Hat gut gebrannt. Aber mit der Kohle, ja, war es auch ganz nett. Was da jetzt direkt besser war, kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Weil so viel habe ich ja eigentlich mit der Kohle noch nicht gemacht. Aber warte mal auf eins von den Videos des Wochenende. Jetzt habe ich ja schon von 3 Videos erzählt. Und dann werde ich noch irgendwas machen. Irgendwas wollte ich noch machen. Weil ich war vorher beim Planschen und ja, da habe ich so mir Gedanken gemacht. Und da habe ich mir auch gedacht, Sakrament, wenn ich jetzt aus der Wanne raussteige, mache ich ein Live-Video. ja, genau. So, hast du schon von Gabis Grill gehört? Die haben einen geilen Aufsatz für die 57er Kugel. Santa Maria Style Grillen über Feuer auf der Kugel. Sehr interessant. Nein, Jelly, das habe ich noch nicht gehört. Und jetzt hat mein eigenes Video schon wieder abgespackt hier auf dem PC. Unglaublich. Unglaublich. Hauptsache, bei euch bin ich da. Tex, moin moin. Von der Bedienung also eher Holzstücke. Ja, aber es ist natürlich auch bequem nur mit Kohlen. Man kann ab und zu einfach oben ein paar Holzkohlen nachschmeißen und dann geht es genauso gut. Hi nun Barbecue. Hallöchen, hast du das Video schon angeschaut? Dirky Boy. Kann ich mein eigenes Video hier schon wieder starten? So ein Käsekuchen hier. So. Aber 3 Videos habe ich jetzt schon gesagt, was ich machen werde. Und irgendwas wollte ich auf alle Fälle noch machen. Ha. Keine Ahnung. Aber mir fällt schon was ein. Mir fällt schon noch was ein. Also 4 Videos wollte ich über dieses lange Wochenende mindestens machen. So, dann haben wir heute jetzt gerade eben noch einen Tester von dem Hackfleisch gehabt, von dem australischen. Saskia, wie hat's geschmeckt? Voll lecker. Voll lecker, sagt sie. Gut. Ja, ich habe mein Töchterchen nämlich über das Wochenende auch wieder da. Und da muss es, ja, ganz klar was Leckeres geben. Jo. Rainer Rocholl, Hund, Katze, Maus, Hamstergrill. Nein. Der Heinu müsste doch schon schlafen bei dem Alter. So. Hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man einen Smoker selber bauen kann? Stoke Marcel, da habe ich doch eine komplette Serie, wie ich einen Smoker selber gebaut habe. Frau an Grill, hallo. Jetzt habe ich es nicht gesehen. So, Matthias, servus, bist du dieses Jahr wieder bei der DGM? Na, mit Sicherheit. Wenn ja, komm doch mal bei unserem Team Nachtschicht Barbecue vorbei. Auf ein Schwätzchen. Einfach bloß laut schreien, wenn ich vorbei laufe, dann komme ich dann schon hin. Heino Barbecue, was mag das Törtchen? Töchterchen gern denn. Was möchtest du alles denn gerne vom Grill? Will man hier wissen? Hat keine Ahnung. Ich mache einfach was. Das, was der Papa gerade macht. So. Was ist der Unterschied vom Hackfleisch vom letzten Mal zum deutschen Hack? Es ist geschmacklich tatsächlich etwas anders. Einfach mal selber ausprobieren. Dann erschmeckst du den Unterschied selber. Es schmeckt anders. Leckerer,
Anders. Ich würde jetzt sagen, anders. Also auf alle Fälle besser als ein ganz normales, gewöhnliches Hackfleisch. An mein Gérolet Hack, Rinderhack, wo wir da vom Bekannten bekommen haben, wo es selber geschlachtet hat, da kommt es allerdings nicht hin. Das kann ich gleich einmal sagen. Also, deutsches Hack, das australische Hack, Gérolet Rinderhack, hier aus der Umgebung, ja, so könnte man das sagen. Gut, dann kommen wir hier weiter. Meine Bekannte meinte leider, sie solle sich die bayerische Frau am Grill nennen. Kapier jetzt nicht. Alles klar, wir freuen uns. Peter Schlottmann ist ein Kobold. Hä? Ralf Dieter Schöning. Hey, mein Freund, inklusive Tochter. Hallo, Ralf. Sag mal hallo, Ralf. Ganz laut. Ralf Dieter Schöning. Sag mal hallo. Hallo. Gut. Vergiss nicht die lieben Grüße. Swan, vergiss nicht die lieben Grüße an Saskia auszurichten. Liebe Grüße von deiner Schwester. Danke. So. Kann man auch im Hackbraten smoken? Du willst im Hackbraten smoken oder willst du einen Hackbraten smoken? Das solltest du schon richtig schreiben, sonst kommt man da etwas durcheinander. Regional ist immer das Beste. Ich habe hier regional noch kein Wagyu gefunden. Ja, aber im normalen Falle ja doch. So. Wobei im Europapark. Ich mache meinen Rinderhack immer selber. Sehr schön, kann man auch machen. Wir bekommen direkt vom Erzeuger Fleisch und Saale-Rind. Super lecker und zart. Okay, hört sich gut an. Mann, das Töchterchen ist aber schüchtern. Jawohl, ist sie. Hallo zurück, gesehen, wo ich heute war? Ralf-Dieter Schöning, ja, im Steakshop. My Steakshop. Direkt beim Shoppen und schöne leckere Sachen eingekauft. Nein, ich nehme nicht an Grillwettbewerben teil. Dirk, halt dich zurück, noch 12 Jahre BMW, hä? So. Fahrbarbecue, guten Abend. Alte Franz Rindersorte. Mahlzeit Mike. Alexander Habers, grüße an dich, Hainun und Alien. Barbecue. Jo. Also, wir haben jetzt den was Fischiges. Wir haben jetzt, für die, was neu dazugekommen ist, wir haben jetzt den Einsatz der Smokerratte am Wochenende. Was da drauf kommt, sage ich noch nicht. Wir haben den Einsatz und Vorstellung eines neuen Produktes, was ich vorstellen würde, was ich bekommen habe von sicherstadt.de. Ja, und dann wird es mit Sicherheit nochmal was Leckeres geben. Ja, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Und demnächst werde ich was Brutzeln, Braten, Grillen, Kochen, hau mich tot, wie man es auch immer nennen will, ohne Gas, ohne Kohle, ohne Holz, ohne Herd, ohne Feuer. Da werde ich was Warmes zum Essen machen. Wie?
Das werdet ihr dann noch sehen. Interessante Sache. Jo, das T-Shirt habe ich mal geschenkt bekommen. Von wem habe ich das bekommen? Von wem habe ich das geschickt bekommen? Ohne Geschmack? Dirk, meinst du das ohne Geschmack? Nein, ohne Strom. Dirkie Boy. Meinst du das hier ohne Geschmack? Nee, das, was du grillen wirst. Nein, das wird bloß ohne Feuer gegrillt. So. Und jetzt, so, mache ich mal wieder so einen klitzekleinen. Ja. Also wirklich bloß einen klitzekleinen. Und den mache ich jetzt tatsächlich mit Eistee. Schatzi, ich mache deinen Eistee auf. Jetzt schreibt sie bestimmt gleich, ich soll ihr was rüberbringen. So, ich spreche in Rätseln, okay. So, Michi, lese mal weiter oben meine Meinung zu den Grillwettbewerben. Feier, da muss ich ja jetzt wirklich lesen. Manchmal übersieht man die Kommentare wirklich. Mal eine ganz ehrliche Meinung, Michi, das brauchst du auch nicht. So wie du bist, ist alles gut. Dankeschön. Wenn du damit meinst, dass ich an keinen Wettbewerben teilnehmen muss. Ja. Nee, habe ich auch gar keine Lust dazu. Ist nur Stress. Wenn ich grill, dann kann ich Stress nicht gebrauchen. Nee, absolut nicht. So. Dann sage ich mal Prost. An Sassi mit Pfirsicheistee. Ich hab den Sassan Comfort versaut. Oh! Bäh. Also Rainer. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ne, absolut nicht. Oh. Aber wegkippen tue ich das Zeug jetzt auch nicht. Oh. Was lachst du da hinten? Ich werde ausgelacht. Entschuldigung. Naja. Dann lieber mit Cola. So, Wettbewerbe mache ich auch nie. Penisverlängerungsvergleich haben wir bei der Bundeswehr schon zur Genüge. Jelly, ich finde die Grillwettbewerbe ganz toll. Jeder, der mitmacht bei diesen Grillwettbewerben, hat meinen größten Respekt, weil das ist wirklich Stress. Die haben ein Zeitlimit, die haben mit ihren begrenzten Zutaten, müssen sie was Leckeres machen und das machen sie immer gut. Wie, ich sehe gar nicht gut aus. Oh, machen wir mal so.
Sehe ich jetzt besser aus? Ja, mir egal. So. Und ich hoffe, dass ich das Zeug gleich weg habe. Pfui Teufel. Ah. Nee. Aber sowas von Pfui Teufel. Boah. Also das kann ich absolut nicht weiterempfehlen. Uwe Hoffmann hat ein Foto an der Grilljunkie gesendet. Ja, das kann ich jetzt bloß nicht angucken. Schau ich mal später an. Oh. Hast du schon mal mit Absinth gegrillt? Was ist Absinth? Musical-Fan anzeigen. Ey, da bin ich echt am Überlegen, ob ich nach dem Zeug nicht gleich zum Kotzen rennen muss. Oh. Oh, hey. Na. Jetzt schmeckt's wieder besser mit Cola. Nee, Absinth sagt man gar nichts. Das geht auch mit dem Eistee, auch mit Pfirsich, nur das Mischungsverhältnis war Mist. Nee, ich nicht mehr. Der Bulle des Bauern aus der Nachbarschaft. Und den hast du verspeist, Uwe, oder? Oder wird der noch verspeist? Du bist der Grilltuber mit den besten Livestreams. Danke, mir macht es auch sackrisch-höllisch viel Spaß. Was könnte ich das Wochenende noch auf den Grill schmeißen? Hat vielleicht noch irgendjemand eine tolle Idee? Sterne, hurra! Ich habe doch noch das Flank. Das Flank habe ich noch, das zweite, wo der Jörn bei mir zu Besuch war. Schatz, wollen wir das Flank auch noch machen über dieses lange Wochenende? Was meinst du dazu? Oh. Dirk, vorbeikommen und die Ideen bei mir verwirklichen. Dann können wir ein 2-3 Stunden Video drehen. Flank vom Burner. Oh, also da ist mir das Flank fast zu schade dazu. Metzgerwaschel, meine Schwiegermutter. Wo soll ich die draufschmeißen? Auf die Smokerratte? Nee, da schauen die Füße raus, das sieht komisch aus. Ach, Rainer, bringst du den Alligator hierher? Glaube ich nicht. Wie war's mit einem Böskett? Ich habe kein Böskett da. Keine Rinderbrust. Aber Böskett wäre wirklich mal wieder was Leckeres. Ja, Dirky Boy, das wäre ein schönes langes Wochenende. Da hättest du schön vorbeikommen können. Jörg Marti. Ja, okay. Aber mir sagt das Absinth echt nichts. Absolut nicht. Und ich. Als ob ich am Arsch der Welt wohne. Ich wohne am schönsten Fleck der Welt. Deutschlands liebste Gegend. So. Haxen, low and slow.
Pulle Chicken heute im Dutch auf deine Art gemacht. Super geil. Dankeschön. Ich hab einen Chicken im Dutch Ofen gemacht. Echt? Weiß ich schon gar nicht mehr. So. Ja, gefülltes Flanksteak mit leckeren Käse und Kräutern. Sowas habe ich mir fast gedacht. Irgendwie sowas. Wolltest du nicht die Sache im Erdloch mal wiederholen? Was mit der Schwiegermutter? Milchlamm hätte ich so gern mitgenommen, aber wer soll das alles essen? Norm 86 Petersen, das Problem habe ich auch immer. Wer soll das alles essen? So, Dynamit XT Brust, mein Lieber, noch dürfen wir. Ist ja noch kein Karfreitag. Bin ich in der Kirche? Marv 71, wie geht's deinem Polo? Funzt die Schaltung jetzt? Na klar, Videos sind alle vier Teile draußen, wo ich über die Schaltung gemacht habe. Und ja, geil. Die Schaltung funktioniert wunderbar. Ey, die kleinen Kinder sind wieder da. Und haben sich schon disqualifiziert. So. Harald Richter. Nee, du siehst es ganz falsch. Deutschlands schönste Gegend hier. Eindeutig. Ja, Dirk, das machen wir ja auch, wenn es definitiv viel zu viel ist. Jo. .030 Barbecue. Ich dachte, Berlin ist die schönste Stadt der Welt. Na, das kann man auch sehen, wie man will. Ich denke, für jeden ist seine eigene Heimatstadt die schönste Stadt der Welt. Tät ich jetzt mal so sagen. So. Irgendwas mit Hack, immer wieder geil das Zeugs. Gerade Hackfleisch vom Wildfleisch. Lecker Burger davon. Ich kann dir verraten, da habe ich auch was geplant. Metzger Waschel, ich glaube, wenn du meine Schwiegermutter auf die Smokerratte schmeißen würdest, denke ich, dass die auch noch nach 40 Stunden zäh wäre. Da müssen wir halt 76 draus machen. Oder Flanksteak mit Pfifferlingen. Oh, das hört sich auch gut an. Bacon und Zwiebeln. Deutschlands schönste Gegend ist bei mir zu Hause. Ja, das sagt jeder, aber nur ich habe recht. Shoutout an die Grillshow. Von da kenne ich dich. Die realsten im YouTube-Grill-Universum. Ja, bei der Grillshow war ich. Oh, da muss ich jetzt auch einen Termin ausmachen. Weil dieses Jahr will ich auf alle Fälle wieder hinfahren. Ich war schon in Berlin, geile Stadt, aber nicht überall schön, muss ich dir recht geben. Bodensee ist Deutschlands schönste Gegend, vielleicht Deutschlands wärmste Gegend im Winter. Eine schöne Schweineschulter ist auch nicht zu verachten, muss ich dir recht geben. Weiß ich aber nicht, ob wir eine da hätten. Frank Rossmeier, nein, die haben nur den besten Flughafen. IQT, hi Chunk, ich finde deine Art der Video super. Du ziehst dein Ding durch und das kommt gut an. Weiter so, Gruß von der Nordsee. Dankeschön. Und immer dran denken, die Videos schön teilen und weiter verbreiten. Heino Barbecue, Deutschlands wärmste Gegend ist definitiv Köln. Ja, wahrscheinlich wegen der ganzen heißen Abgase.
In Berlin war ich auch, aber nur in der dem Bundeswehrkrankenhaus zweimal. Okay. Kein Wild die nächsten 2 Wochen. Leute, ich habe Wildverbot. Wegen der warmen Brüder. Ich brech zusammen. Oh, verdammt, ich darf ja gar keine rauchen hier. Oh, immer wieder will ich zu einer Kippe greifen, aber hier drin nichts mehr Rauch. Ja, das schränkt natürlich die Live-Zeit ein. Warum du lange Haare? Warum du kurze Haare? Immer diese Fragen. Immer diese Fragen. Warum hat jemand lange Haare? Weil es ihm gefällt? Ganz einfach. Nein, auf eine vernünftige E-Zigarette absolut gar nicht. Haben wir schon probiert gehabt. Ist absolut nichts für uns. Oh, Deisenblock hat hopfengeräucherter Krustenbraten vom Keramiksmoker hochgeladen. Ich glaube, da müssen wir doch mal beim Deisenblock heute noch vorbeigucken. Warum darfst du nicht mehr in der Küche rauchen? Kopf unter die Dunstabzugshaube. Nee. Ich habe mit meinen Mädels gestrichen, schreibt mein Schatz. Jawohl. Feier, ist ein geiles Video. Habe ich schon geschaut. Mach ich nachher. Mach was Tolles aus dem Dutch Oven. Schauen wir mal. Die wärmste Gegend ist bei uns am Bayerischen Meer, Chiemsee. Warst du da schon mal in dieser Gegend? Ja, ich würde mal sagen, wenn man Salzbergwerk, wie heißt's? Am Königssee, also wenn man da hinfährt, kommt man ja am Chiemsee vorbei, wenn mich nicht alles täuscht. Magst du Pizza? Natürlich, sonst hätte ich keine Pizza-Videos. Andrea, ich mag was Süßes aus dem Dutch. Da fällt mir was ein. Mein lieber Schatz, du wolltest morgen früh was backen. Wie wär's, wenn ich dazu ein Video mache und einen Teil davon testhalber im Dutch Oven mache? Das wäre doch auch ein tolles Video. Wie lange streamst du? Keine Ahnung, solange ich Lust habe. Jo. Dann packt den Michi rein, hä? Nee, ich mag doch keine Rohrnudeln. Ich mag doch keine Rohrnudeln. Du wolltest morgen was anderes machen. Was habe ich jetzt verpasst? Wo kommt Heino und Barbecue hin? Was habe ich hier verpasst? Was Ronny verpasst. Wann sieht man denn den Olli mal wieder in den Videos? Das habe ich nicht in der Hand. Der müsste dann hier vorbeikommen. Sich erstmal wieder melden. Aber der hat selber viel um die Ohren. Tja, so schaut's aus.
Leider kann ich das nicht entziffern, nur 200 Yen. Thank you very much. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Jo. Hey, Treffen beim Smoking. Junge, du bist ganz schön blass um die Matte. Geh schnell raus und ruf mich so lange an. Ich stream das Audio so lang weiter. Ha ha ha. Kobber, der Klassiker aus dem Dutch Oven. Janke Filmschmiede. Habe ich schon gemacht. Da habe ich schon ein Video gemacht. Mit dem Kobbler. Sehr lecker. Ist eins von meinen ersten Videos, wenn ich mich so entsinne. Aber da könnte ich ja mal kurz nachkicken, was für ein Video das war. Schauen wir doch ganz einfach nach. So. Wo sind wir denn hier? 4, 4, 4, 4. Ach, geht mal hier einfach bei Durchsuchen mal Kobbler ein. Video Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Video Nummer 3 von mir war Kobbler aus dem Topf. Ja, ich sag doch, das war eins meiner ersten Videos. Jo. Langsam werde ich, glaube ich, müde. Ah, wer hat mich vorher gefragt zu dem Anhänger vom Polo? Ja, der macht gute Fortschritte. Also das mit dem Polo war ein Insider. Das hat was mit der Arbeit zu tun, was ich da gerade mache. Also Ralf, das Hängerchen hat Farbe, das Hängerchen wurde heute schon Probe gefahren. Die Hydraulik bei dem Hängerchen funktioniert wieder. Und jetzt kriegt das Hängerchen noch neue Bodenplatte. Beine trainierender Marokkaner. Nein, ich habe noch nie einen Hund gegrillt. So ein Schwachfug. Warum wohnt ihr eigentlich alle am anderen Ende der Welt? Warum wohnst du am anderen Ende der Welt? Du hast doch mal zusammen mit Klaus auf deiner Ratte ein Flenk gemacht. War doch auch gut, natürlich. Wo bin ich denn? Das war das Wildschwein im Erdloch, genau. Schaust du Ami-Grill-YouTuber? Habe ich eine Zeit lang angeschaut, die Barbecue Pit Boys. Und dann bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, feier, wenn nochmal so ein Käsekuchen kommt, von dem wird er mit Sicherheit... Ja, einen Flugschein kriegen, ganz einfach. Tja. Was machen wir sonst eigentlich noch schönes, das Wochenende alles? Ich werde auf alle Fälle ein bisschen die Terrasse wieder herrichten, dass es da draußen wieder ein bisschen schöner wird. Saskia, hilfst du mir dabei? Bei was? Terrasse ein bisschen herrichten und so. Kann ich machen, ja. Wunderbar. Kann man dich irgendwie direkt erreichen? Brauche wirklich ein Audio-Tuning. Thomas, ich bin immer bei Facebook zu erreichen. Einfach auf Facebook anschreiben.
Ja, Ralf, ich hoffe auch. Schon mal Reh gesmoked. Weiß ich gar nicht, ob wir Reh schon auf dem Smoker gehabt haben. Gegrillt auf alle Fälle. Ja, am Wochenende ausschlafen. Mhm. Der Dirk haut jetzt ab, meine ehelichen Pflichten nachkommen. Aha, hinlegen und Holz sägen und die Frau nicht schlafen lassen, das kennen wir schon. Mhm. Der alte Schnachzapfen. Uwe Hoffmann, ich habe bei dir nichts gefunden. Okay, wir haben doch schon mal Reh gemacht, oder war das ein Rehgulasch oder Hirschgulasch? Hey, Dirk muss noch abwaschen. Ehelichen Pflichten. Ich muss den Abwasch machen. Genau. Lars W., hey, mach mal was Leckeres mit Fisch im Dutch. Was Leckeres mit Fisch, gibt's es überhaupt? Da bräuchte ich ja danach einen neuen Dutch-Ofen. Nee, aber was mit Fisch mache ich morgen tatsächlich, wenn auch nicht im Dutch. Aber ich mache was mit Fisch morgen. Wegen Reh und Smoker. Ja, feier, feier, den Fisch morgen werde ich wirklich mitessen. Da haben wir nämlich extra einen Testlauf gemacht. Und ja, den werde ich mitessen. So, Metal 31, was hältst du von Veganern? Ich habe viel Wiese, die können gern vorbeikommen. Da haben sie immer was zum Essen. Solange sie mir in Ruhe lassen. Metzger Waschel, Holzsägen macht im Moment meine Frau im Hintergrund. Grins. Also mein Schatz überwacht im Hintergrund die Trolle. Wo Trollkommentare posten. Ja, und dann fliegen die. Ganz einfach. So, 030, du fliegst um den Globus, aber Michi wohnt zu weit weg. Ja, nee, ist klar. Philips Welt, Veganer sind wie Lazis, unbrauchbar. Hallo Philipp. Ja. So. Hirschragout aus dem Topf habe ich gemacht. Okay. Leute mit so einem Namen grüße ich schon gleich gar nicht. Das ist ja furchtbar, da bricht man sich ja die Zunge. So. Ah, deswegen hat mein Handy gerade so getüdelt. Fleisch ist unser Gemüse, sagt mein Schatz. Recht hat er, der Philipp. Moin Michi, der musste mal raus. Habe ich kein Problem damit. So, ich will ein Schnitzel essen. Und dann essen Schnitzel. Macht er Schnitzel. Oh. Philipp, du Lauch. Leute, ich schau mal, ob noch ein Kaffee da ist. Ja, da ist noch ein Kaffee da. Was denn? So, Zucker alle. Brauchen wir frischen Zucker. Mm-hmm.
Tü-tü-tü. So. Ha, Leute, wir haben Karfreitag. Der leckerste Fisch heißt der Schnitzel. Ja. Aber kennst du auch den Fisch, der Wienerl? Uwe, kennst du auch der Wienerl? Das ist auch ein geiler Fisch. Genau. Lecker Wienerle. Ist bestimmt vegan. Hier. Ja, man muss doch einen Karfreitag würdig beginnen, oder? Sehr fein. Wenn ich hier jetzt schon keine rauchen darf, dann darf ich wenigstens ein Wienerle essen. Lieber Herr Philipp, bis hierher und noch mindestens um so viel weiter. Und danach ziehe ich dann mit der hier sämtliche Nasenhaare raus. Geh Philipp, komm du mir nur wieder hierher. Es ist bestimmt ein Karfreitags-Haterwürstchen. Oh, das Wienerle war jetzt gut. Hätte jetzt mein Töchterchen nicht das Burger-Patty gegessen, hätte ich mir das jetzt noch einverleibt.
Feier, Feier. Micha und Philipp selbst, schau mal, hab gerade ein Titelbild hochgeladen. Was es morgen an Fisch gibt. Das ist bestimmt der Schnitzelfisch. Was könnte man jetzt noch Sündiges tun? So am Karfreitag? Irgendwas wird mir eigentlich schon noch einfallen. Ja, was könnte man sonst noch essen? Nee, ich esse jetzt gar nichts mehr. Wir sind jetzt bei 56 Minuten schon wieder angekommen, Leute. 56 Minuten haltet ihr mich schon wieder aus. Mir was zum Trinken bringen, bitte. Also ich muss meinen Schatz was zum Trinken bringen. Schatzi, mit oder ohne Glas? Wahrscheinlich mit Glas, ich weiß. So. So, da wäre ich wieder. So. Philipps Welt, wir machen demnächst ein Live-Video, Michi. Ja, dann komm doch her. Komm doch, Philipp, komm doch. Traust dich ja eh nicht. Hast Angst vor der Pinzette. Um deine Nasenhaare. Ich brauche nächstes Jahr ein Gericht mit Fisch von dir. Lars, ich habe aber auch schon Fischvideos draußen. Musst du mal nachgucken. Da gibt es, glaube ich, auch eine extra Sparte mit Fisch. Philipp, herkommen, zackig. Sofort, auf der Stelle, heute noch. Ja. Mei, immer diese Probleme mit dem Personal. Furchtbar. Ja, Uwe, bis der Schnachzapfen dahergefahren ist, das dauert ja auch lang. Warum, Philipp? Warum sollte ich da schwimmen? Das war ernst gemeint. Bewegt den Kadaver hierher. So. Ist es bei Frauen jetzt auch eigentlich nur das Kikok oder auch andere Hühner? Ach, bei Frauchen jetzt eigentlich nur das Kikok oder andere Hühner? Es ist das Kikok-Hühnchen. Da ist ihr einfach der Maisgeschmack zu extrem. So. Hühnchen im Allgemeinen mag sie schon gerne. Aber das gerupfte Kikok, das hat sie auch gerne gegessen. Das war lecker, ja. Philipp, du brauchst nicht anrufen. Ich sag dann eh bloß bis nachher gleich. Und dann musst du noch schneller herfahren. Wie weit ist eigentlich Memmingen von dir weg? Wo fährst du entlang? Kommst du die Autobahn. Ja, Autobahn, die A7 ist es, glaube ich.
oder wo fährst du entlang? Ja, von zu Hause komme ich her, lol. Das ist schon klar. Wo ist von bei dir zu Hause? Aus welcher Richtung kommst du? Aus Richtung Würzburg zum Beispiel, dann fährst du direkt an uns vorbei. Von Duisburg, ja, da fährst du direkt an uns vorbei. Wenn du nach Memmingen hinfährst, fährst du an uns vorbei. Und wenn du wieder nach Hause fährst, fährst du direkt an uns vorbei. Ja, in der Entfernung von circa Luftlinie, ja, ich würde mal sagen 20 Kilometern. Also da wird es sich wirklich lohnen, hier vorbeizuschauen. Jo. Ja, Philipp, hier vorbeizukommen. Wie lange braucht man von der Schweiz zu dir? Genauso lang, wie du von der Schweiz ins Legoland brauchst, würde ich mal sagen. Deine Frau macht den besten Gurkensalat. Dann war ich bestimmt schon oft bei dir. Hä? Ihr müsst einfach bloß nach dem Legoland Deutschland gucken. Dann seid ihr immer richtig. So. Aber Leute, ich sag euch was. Wir haben eine Stunde voll. Und ich würde mal sagen, das reicht auf alle Fälle. Weil ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. So richtig eine rauchen. Eine normale Zigarette rauchen. So. Wenn ich bis 1 Uhr die 800 Abos knacke, fahre ich zu Michi. Wie viel Abos hat denn der bis jetzt? Das wäre ja echt lustig. Wie viel Abos hat denn der Eierkopf von Philipp? Jetzt muss ich doch gerade mal nachschauen. 790 Abonnenten. Also Leute, wir brauchen ganz schnell 10 Abonnenten, die Philipps Barbecue und Smokerwelt abonnieren. Weil er hat geschrieben, wenn er bis 1 Uhr, also in einer halben Stunde, 800 Abonnenten hat, kommt er zu mir morgen, heute. Das möchte ich sehen. So. Wann kommt dein nächstes Video mit Johnny? Kann ich nicht sagen, da muss ich erstmal hinkommen. Ja, Thomas, ich muss ja erst einmal wieder ja, auf Facebook gucken, dann werde ich da auch machen. In Philipps Barbecue und Smoker Welt heißt Philipps Welt. Ja. Genau. Philipps Welt heißt das. 795 Abonnenten hat er schon. Also brauchen wir nochmal 5 Abonnenten dazu, dass der Philipp daherkommt. Das werden wir doch wohl noch schaffen, oder? Philipp, jetzt hast du selber Ei gelegt. Lars, ich wünsche dir auch ein gutes Nächtle.
Soll ich mal live im Live-Video anrufen? Nein, sollst du nicht? Den habe ich ja schon, den Lauch. Ja, den werden wir schon noch schaffen, den Lauch. Moment mal, da fällt mir was ein hier. Er hat gesagt 800. Er hat gesagt 800 Abonnenten. So. Also ich würde mal sagen, er hat einen Abonnenten mehr. Ja, Philipp, du Sack, so kriegt man auch Abonnenten. Philipp, bist du schon im Auto? Stefan, ich danke dir recht sakrisch. Vielen, vielen Dank. Das reicht für einen Red Bull. Weil ich kaufe sie ja immer im Vorrat. Also da kriege ich 5,5 Dosen dafür. Die trinke ich dann alle auf dich. Jo, Philipp, bis später. Metzger Waschl, ich habe zwar keine Videos online, aber trotzdem 3 Abos. Ja, du wirst lachen, Patricia hat auch keine Videos online, aber die hat was weiß ich wie viele Abos schon. Ja, ist halt so. Manfred Jakob, hallo Micha, mach doch mal eine eigene Bratwurst, Gruß Manne. Im Prinzip habe ich ja schon mal eine Bratwurst gemacht. Sollte eigentlich ein bisschen was anders werden, aber war eigentlich eine Bratwurst in einem Baconmantel. Ey, das hat wirklich geschmeckt wie eine geile Wurst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Video das ist, war, aber ist noch gar nicht so lang her. Ja, genau. So, Leute. Leute. Jörg Marti und ein gutes Bison dazu, da könnte ich mich fast drauf einlassen. Auch unbekannterweise. Also ein Bison hatte ich noch nicht, haben wir noch nicht gehabt. Das wäre mal sehr interessant. Ja. Okay, Philipp, alles klar. Warum nicht Kamerafrau? Was ist da kaputt? Bison. Bison, nicht Bisam. So. Okay, Leute. Ach, die Kamerafrau ist außer Haus, dann holt man sich einen Kameramann. Okay, Leute. Wir haben es aber jetzt schon eine Stunde, 10 Minuten live geschafft. Und ich würde sagen, das reicht jetzt vollkommen für heute. Und das nächste oder das übernächste Video ist dann mitten Philipp.
von Philipps Welt. Wenn er wirklich kommt. Ja, und live gehen wir auch zusammen morgen. Wenn er wirklich kommt. Ich glaub's immer noch nicht. Okay, Leute. Das war's dann auf alle Fälle. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Livestream oder dem nächsten Video. Okay. Wir sehen uns. Bis bald. So. Tja, das war wieder die falsche Taste. Ah, da oben hat sich's versteckt. Und tschüss.